In der Zeit offenbart sich die Liebe Gottes. Ja, wir sind Kinder Gottes. Hier, Vers 1b steht es ja, und wir sind es. Und Vers 2 sagt dann weiter, Geliebte, jetzt sind wir Gottes Kinder. Gegenwartsform, wir sind es. Was ist alles in der Zeit dann passiert, gemäß des Planes Gottes und des Vorsatzes Gottes? Was ist da passiert? Naja, exakt das, was er sich vor aller Zeit vorgenommen hat. Ich war mal in einer Gemeinde, da betete einer der Brüder, so im Sinne, ja, danke, dass du dann, nachdem das der Sündenfall kam, dann den Plan B gefasst hast und den Herrn Jesus gesandt hast, dass er uns errette. Und ich habe gedacht, nee, das war nicht Plan B. Darüber könnt ihr auch mal nachdenken. Wahrscheinlich erzähle ich euch heute nur Sachen, die ihr alle wisst. Nein, wenn wir von der Schrift belehrt sind, wir müssen ja alle noch so viel lernen, ich auch, damit wir lernen, wie Gott ist und wie er handelt, dann lernen wir, nein, da gab es einen Plan, der beste und der weiseste Plan ist und Gott konnte beurteilen. Erstmal konnte er alle Pläne kennen, die es geben mag. Also Pläne sind gedachte Wege von einem Zustand zu einem Zielzustand. Ja? Wie komme ich dahin? Das ist ein Plan. Und Gott kannte alle Wege, die möglich sind. Er kennt auch alle Wege, die er will. Und er weiß auch aus seiner Allweisheit heraus, was der beste Weg ist. Und den hat er gefasst in der Gottheit, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und den hat er dann begonnen und hat ihn umgesetzt. Stück um Stück um Stück. Und es beginnt in 1. Mose 1,1, dass wir wissen, er schafft eine Umgebung, setzt den Menschen hinein. Warum? Ja, weil sein Sohn Mensch werden sollte. Und von diesem Sohn spricht er ganz versteckt schon in 1. Mose 3, Vers 15, der Same der Frau. Der würde kommen und uns retten. War von Anfang an der Plan. Und als Jesus dann geboren wurde, Galater 4,4, als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, geboren und so weiter von der Jungfrau. Dann hat sich der Plan einfach ein Stück weiter erfüllt. Jahrhunderte hat man gewartet. Und als Jesus am Kreuz ging, wir haben heute Morgen Stellen gelesen, die das schon hunderte von Jahren vorher beschrieben haben, es war alles klar, es musste so kommen, es ist der Plan A. Gott verfolgt seinen ursprünglichen Plan. Was sollte ihn aufhalten? Was sollte ihn hindern? Externe, da ist niemand, der so stark ist wie Gott. Intern, dass er sagt, ich werde unwillig oder unlustig oder ich hab keine Lust mehr, auch nicht, gibt es nicht. Alles läuft nach seinem Wohlgefallen weiter. In der Zeit, auch heute noch, präzise. Jeden Tag, was mit dir geschieht, ist Teil seines vollkommenen Plans. Und es ist ein Plan der Liebe. Und das kannst du auch sagen, wenn der Arzt sagt, übrigens, Sie haben Krebs. Du kannst immer noch sagen, ich bin immer noch von Gott geliebt. Und das gehört zu seinem liebevollen Plan mit mir. Das ist doch ein Anker, oder? Der reicht bis rauf ins Heiligtum. Ja, da sind wir fest. Da muss die Seele nicht abstürzen in die Verzweiflung. Das Schlimmste, was mir passieren konnte als krebskrank oder als vielleicht Covid-krank werdender irgendwann mal, ich kann abscheidend bei ihm sein. Da gehöre ich ja eh hin.